komm. Ja, doch noch ein paar so. Ja, 62 können wir machen. So, ich denke mal, das sollte jetzt aber reichen. Oh. Genau, ich war schlau und mache erstmal 36 Sticks anstatt 18, aber. So, den Knochen will ich nicht haben, den lasse ich hier liegen. Päh. Ich habe also doch noch aufgesammelt, den doofen Skelettknochen. Uiuiui. Was sagt der Uhr? Gut. Noch einfach eine halbe Stunde. Wenn ich so meiner Zielsetzung folge, also ich habe ich ja schon erzählt, ich nehme eigentlich immer so in der Regel 2 Stunden am Stück auf. Plus minus halt. Vielleicht eine Viertelstunde. Eigentlich immer nur plus eine Viertelstunde. Minus gab es da doch eher selten. Außer wenn ich nur gleich von vornherein weniger vorgenommen habe. Wie jetzt zum Beispiel vor der Folge 400. Da muss ich mich auch nochmal entschuldigen. Für mich ist das jetzt halt, naja. Für euch wird das schon wieder ein bisschen her sein, falls ihr es mitgekriegt habt. Ist ja die Folge 400 ein paar Tage später gekommen. Für mich ja, naja. Für mich ist das halt noch recht aktuell, weil jetzt immer noch nicht draußen ist. Könnt ihr euch so in etwa ausmalen, wann ich das aufnehme. So, na. Gut, ich habe den scheiß Samen nicht aufgenommen. Ich will den Samen auch nicht haben. Selber genug Samen. Ich bin Samenman. Oder so, keine Ahnung. Das hat niemand gehört. Ja. Badum. Licht. Und da noch ein Zaun und Licht. Gib mir die Fackel. Gut, das Zeugs will ich nicht haben. So. Kommen wir auch gut ran, sehr gut. Aber es merkt man jetzt auch erst im Nachhinein, wie viel das wirklich an Ressourcen war. Denn es ging ja einfach so, vor allem dank Inventory Tricks, so leicht weg. Und jetzt im Nachhinein, wenn man überlegt, wie viel Stacks ich hier jetzt an Gezuppel verbraten habe. Ist doch schon eine ganze Menge. Ja, so. Und das ist jetzt der vorletzte Turm, ne? Oh, geil. Freue ich mich schon richtig, dass ich damit fertig bin. Die Türme an sich werden natürlich auch noch mal ein bisschen Arbeit sein, aber ich denke mal, das werde ich in 1 bis 2 Aufnahmesessions geschafft haben. Je nachdem, wie viel Lust ich da gerade drauf habe. Aber okay. So. Jetzt haben wir schon langsam Endsport, sind die letzten 3. Mal gucken, ob ich. Ja, doch, eigentlich müssten die Treppen ausreichen. Ist zwar doch relativ knapp bemessen, aber es sollte eindeutig reichen. Es muss einfach eindeutig reichen. So. Oh, Alter. Jetzt freue ich mich schon so sehr, dass die Konzentration noch mehr nachlässt. Ist natürlich auch nicht gerade so gut. So, hier komme ich sogar ran, ohne dass ich. Okay, springen muss ich aber, ohne dass ich mich hochbauen muss. Immerhin das. So, da kommt noch der eine dahin. Dann noch der Zaun. Schwuppdiwupp. Ja, endlich beim letzten angelangt. Geil. Oh, ganze 2 Treppen bleiben übrig, wa? Wenn ich das hier so richtig sehe. Sehr gut. Ah, geil, endlich fertig. Sehr gut. Gut, halbe Stunde habe ich immer noch knapp, nicht ganz, aber fast. Dann schnappe ich mir jetzt mal die Gitterchen und mache die da rein. Mal gucken, was dann noch so geht. Ich denke mal, da geht, genau. Ich denke mal, damit bin ich dann noch die ganze Zeit beschäftigt. Das sollte dann ausreichen, um den Rest voll zu kriegen. Ist natürlich nicht gerade so interessant zum Zugucken, aber ja. So, was kommt eben vor? Knack macht's da auch schon wieder. Wie man es halt gewohnt ist. Gewöhnt ist, oh, ich weiß es immer nicht so. Es gibt so manche Sachen, wo ich echt nicht.
Wie man da so genau das formuliert, so genau. So. Genau so. So, Wächterinnenrechte. Hm. Okay, das. Nein, nehme ich die schon. Ach egal. Nehme ich jetzt nicht mit. Geschenkt. Einfach nur fertig werden hier. So. Doch, war ich hier doch richtig. Ich wusste doch hier irgendwo war's. So, ich hätte gern die 17 da so. In der Leiste. Das gefällt mir einfach besser, wenn ich das angefangen schon unten habe. Ach, Tür sogar noch offen. Auch wenn es langsam Nacht wird, aber ja gut. Da muss ich auch noch gucken, wie ich die Fackeln da drinnen dann verteile. Das wird dann auch nicht so knifflig werden, aber ja. Das sind auch noch mal ein bisschen kleine Fitzelarbeit quasi. Aber hab, hab, mal. So. Und immer rein in eine gute Stube. So. Wir müssten dann eigentlich auf dieser Höhe da sein, ne? Da seht ihr schon, da zum Beispiel sollte dann nicht unbedingt ein Gitter hin. Weil es einfach dann nicht so gut passt. Dumm, die dumm. Also, die Fackel hier muss weg. Da also auch nicht hin. Wollte ich gerade sagen, ja, wahrscheinlich dann gar nicht. Gut. Und gleich die Fackel mal richtig ein höher. Ich will nämlich doch dann da oben haben. So. Gitter ist drin, passt. So, wo muss das denn dann hin? Hier? Ja, genau hier. Passt. So, mal die zwei vom Rande weg. Ich habe die Frage, ob das hier auch so ist. Aber ich würde sagen, ja. Gut, dann kommen da hier mit einfach die Fackeln und hier auch noch eine. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben an Fackeln ist, aber naja. Lieber zu viel als zu wenig ist da absolut meine Devise. Kann ich hier vom Boden schon mal einsammeln. Auch wenn es hier wahrscheinlich ein bisschen dunkel ist. Bill. Ja, warte, war doch da. Bill 7, ja. Gut. Warte. Dahin. Da auch noch das Gitter, das darf ja nicht fehlen. Mach ich einfach mal da noch eine Fackel hin. So, wo war es? Zwei davon entfernt. Also da. Gucke, da muss auch wieder nur einer hin. Da oben, so. Da können beide hin. Sehr gut. Obwohl, ich glaube, ich mache die Fackeln doch lieber einen tiefer. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so gut aussieht, ich weiß nicht, aber ist mir nur doch lieber wegen des Lichts. So, passt. Lass erstmal so, naja, werde ich wahrscheinlich noch irgendwie besser ausleuchten müssen. Aber darum kümmere ich mich dann später. Ja, kommt wieder das später und dann ärgere ich mich dann, dass ich es nicht doch jetzt gemacht habe. Aber okay. Dann mache ich einfach nochmal hier welche hin. So, ja. Ich denke mal, das sollte so gehen. Irgendwie einigermaßen. So, dann müssen die da weg. Die Steinchen. Hier ist wahrscheinlich Erde davor. Zumindest ein Block. Das hätte ich hier eigentlich schon gemacht. Ich meine, ich bin ja schon mal rumgelaufen, habe hier alles zumindest von innen gemacht. Deshalb wundert es mich, dass ich da hinten noch einige finde, wo ich noch nicht hatte. Aber naja, sowas kommt vor. So, zwei entfernt.
einer wieder hin. Und da auch wieder einer hin. Da die Fackel hin. Da auch nochmal. Ne? So, hier auch nochmal zwei entfernt. Gut, da gar nicht. Haben wir das hier? Ich glaube schon. Da allerdings auch nicht. So, da die Fackel hin. Passt. Hier die Fackel hin, ne? Und dann hier nochmal zwei entfernt. Auch nicht gut. Sehr gut. Sparen wir uns wenigstens ein paar Gitterchen. Huch, ah, oh, das da oben sollte doch... Aber okay. So, dann hier noch Licht. Ich höre da draußen eine Spinne rumlaufen. So. Da ist Erde vor, das habe ich fast vermutet. Dachte ich mir ja schon so ein bisschen hier wahrscheinlich auch. Natürlich, das ist eigentlich die Ecke, die so ganz... knapp über dem Boden ist, könnte man sagen. Ach ja, na gut, das ist auch noch ein bisschen Arbeit, warum sind, aber dann sind wir rum. Zwei entfernt, also dahin. Ne? Gut, da kommt nur ein Gitter rein. Das war da. Hier wahrscheinlich ähnlich, ja, dachte ich mir. Und da haben wir schon welche drin. Gut, 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 gut. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich schon ein bisschen gearbeitet habe, damit ich nicht mehr so viel rauskloppen muss. Bin ich ja ganz froh drüber. Der da war zwar falsch, aber noch in Ordnung. So. Nein. So. Dann hier wegen des Lichts machen wir auch mal so und so und so. Oh, hier fehlt auch noch Licht. Und wenn das nur ein bisschen zu dunkel ist, dass irgendwo an einer kleinen Stelle mal ein Viech spawnt, nah von mir aus, dann ist es halt so. Ist jetzt nicht sehr Untergang der Welt. Zumindest... bin ich da der Ansicht. So, hier werden natürlich überall hinkommen. Das ist ja da am Wasser. Das ist ja recht hoch alles. Ich fürchte fast, meine Fackeln werden nicht ausreichen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, nur noch 30 Stück. Na gut, ich meine, ich kriege jetzt immer noch mal so 2-3 Fackelchen wieder, aber... im Endeffekt verbrate ich mehr, als ich wieder kriege. Würde ich zumindest meinen. Ich wollte gerade sagen, hey, ich gucke doch nicht nach drinnen aufs Haus, aber das ist ja das andere Häuschen. So. So, so. Und weiter geht's. Fackel, Fackel, Fackel. Alles meine Fackeln, so. Dahin, ja, genau. Ja, und ich werde jetzt auch wieder einige Steine nicht aufsammeln, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Aber das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Auch wenn ich mich bestimmt auch mal später darüber aufregen werde. Wenn ich dann irgendwann mal keine Steine mehr habe. Auch wenn das wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern könnte. So ist dieser Tag zwar vielleicht fern, aber auf jeden Fall nicht undenkbar. Hahaha. Krasse, epische Texte oder so, keine Ahnung. Wie auch immer. Na gut, mit den Gittern werde ich heute wahrscheinlich nicht fertig. Merke ich gerade schon so mal so ein bisschen. Weder mit den Gittern noch mit den Fackeln. Aber da bin ich auch nicht böse drum. Hab ein gutes Stück heute geschafft. Und dann... kann man sich auch irgendwann mal ein bisschen zurücklegen. Lehnen, legen, lehnen. Leg lehnen. Genau.